zerschmelzen wir den Mistkern mit allem, was wir haben. Frag mich, warum der Schuss jetzt eine böse Tat gewesen wäre. Ich meine, es sind bloß Max, die wir da bekämpfen. So, ich feuer gleich mal ohne Zielvorgabe. Denn die treffe ich auch so noch. So, schöner Kopftreffer, immerhin. Gut, die können wir gleich von hier oben aus machen. Den habe ich weggeputzt. Da machen wir das mal so, wie Garrus es auch die ganze Zeit wollte, nämlich indem wir einfach auf der Brücke ein bisschen für Schaden sorgen. Da müssen wir gar nicht erst runtergehen. Anvisiert und umgenietet. Sie müssen ihren Scharfschützen. Gut, die Scharfschützen, ja, meine Güte, sollen sie halt. Wow, wo kam denn gerade? Wer hat denn hier noch Biotik bei uns? Eigentlich niemand, oder? Oh shit. Im schlechtesten Moment hochgekommen gerade. So, da feuern wir mal einen Warp drauf. Dann ist die Barriere nämlich auch im Eimer. Gut, kein Problem. Aber die Eclipse, das ist noch... Wow, tschüss. Das ist noch die einfachste der drei Söldnergruppen. Die stellen wirklich das geringste Problem dar dabei. So, Garrus geht's noch gut. Momentan gibt's da noch keine Probleme. Ich hoffe, der passt auch auf, dass er in Deckung bleibt. Und unsere Squad-Mitglieder, die kämpfen wacker mit. Das heißt, wir haben hier wirklich gute Unterstützung auch dabei. Ich hoffe doch, die passen auf, dass sie nicht erwischt werden. So, aber solange der Raketenschütze dort drüben in der Ecke bleibt, ist er mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. So, ich hoffe mal, der kommt irgendwann auch raus aus der Ecke. Wenn nicht, ja, dann halt nicht, ne? Mach das, Mordin, mach das. So, ich weiß auch nicht, ob ich den erwischen kann. Ich glaube ja nicht. Ne, da ist die Deckung im Weg, ne? Aber vielleicht wechsle ich da einfach mal die Position und komme mit dir rüber zu Kazumi. Aber das bringt auch nicht so wirklich. Gehen wir mal wieder zurück. So, hat noch gereicht, glaube ich. Schön. Weiß nicht, ob der tot war, aber auf jeden Fall haben wir ihm kräftig zugesetzt. Selbst wenn er jetzt hochkommt, können wir den schnell ausschalten. Innere der Basis geschafft. Ja, einer. Und der ist schwer angeschlagen. So, ich bleib aber mal größtenteils bei meiner Biotik-Taktik. Die Muni spare ich mir mal noch größtenteils auf. So. Kommt jetzt keiner mehr. Gut. Dann kann ich ja mal ganz kurz schauen gehen. Wo haben wir denn unseren kleinen Eclipse-Söldner? Aha. So, noch Fragen? Ich glaube nicht. Das war's für diese Welle. Wenn man will, dass was ordentlich erledigt wird. Also gut, zeigen Sie mal, wie Sie damit fertig werden, Archangel. Online. Verdammt, jetzt schicken sie schwere Mechs los. Kein Problem. Das Problem müsste sich eigentlich von selbst lösen. Mhm. Angriff. Schauen wir einfach mal gemütlich zu. Denn den Mech, den hauen wir nicht drauf. Notfall. Ausnahmefehler. Das hat sicher wehgetan. Ach, Kazumi, schieß doch bitte nicht auf den Mech, der hilft uns. Ich werde beschossen. Das ist richtig. Den habe ich weggeputzt. So, das erleichtert die Sache doch ungemein, denn jetzt können wir einfach zuschauen. Ich weiß gar nicht, ob Jared selbst schon irgendwie reingegriffen hat. Ich glaube nicht, ne? So. Ich glaube, der Mac ist bald hinüber. Ja, der ist schon... Das war's für ihn. Explosion in Kürze. So. Wenn einmal die Barrieren niedergemacht sind, dann hält er nicht mehr lange durch. So. Einmal den Warp um die Ohren gehauen.
Gegen die Barrieren ist das immer das Nützlichste eigentlich, der Warp. Der schaltet ihn ziemlich effektiv aus. Ansonsten greife ich doch lieber auf das Werfen zurück. Das hilft bloß... Ah, jetzt kommt Jareth selbst. Das hilft bloß nichts, solange die Barrieren und die Panzerung noch aufrecht sind. Wow! Da hat er einen guten Abflug gemacht. Und das war's für Eclipse. Das waren anscheinend alle. Suchen Sie mich, bevor die sich neu formieren. Oh, schön, hier liegt ein Gewehr rum. Das sagt mir natürlich gern mit einem, das Sturmgewehr M15 Vindicator, auch wenn wir das selbst nicht benutzen können. Nur Said kann das. Und den wollen wir ja eigentlich gar nicht mitnehmen. Von daher bringt es uns nicht so viel. Ich werde mal ganz kurz hier... Ah, nee, kann ich gar nicht. Ich dachte, ich kann Garrus vielleicht auch mitteilen, wenn ich hier den Skill benutze. Aber geht nicht. So, hier gibt es noch ein paar Credits. Jetzt haben wir auch mal die Chance... Wir müssen uns vorbereiten. Kommen Sie zu mir. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir auch mal die Chance, uns in Ruhe ein bisschen hier umzuschauen. Drüben haben wir ja schon Zeug eingesammelt. Ich sammle noch mal kurz noch die Muni hier mit ein. So, und dann bereiten wir uns mal auf die zweite Welle vor. Jetzt kommt das Blood Pack an die Reihe. Sie haben es echt drauf, Shepard. Sie sind kaum an mich rangekommen. Und Jareth haben wir dabei auch noch erwischt. Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her. Warum waren Sie hinter ihm her? Er hat verdorbenes Iso im gesamten Citadel-Gebiet transportiert. Die Hälfte der Ware, die ich bei C-Sicherheit beschlagnahmt habe, kam von seinen Leuten hier auf Omega. Ich habe vor einer Weile eine große Lieferung abgefangen und dabei seinen besten Lieutenant erledigt. Es überrascht mich nicht, dass er danach beschlossen hat, mit anderen Söldnern zusammenzuarbeiten. Es sind immer noch Bloodpack und Blue Suns übrig. Sollen wir versuchen, durchzubrechen? Vielleicht. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite. Und zwar ordentlich. Aber sie kommen noch nicht über die Brücke. Worauf warten die bloß? Ach, Shepard, du weißt doch, dass sie mit Sprengladungen kommen. Klingt nach einem Problem. Verdammt, sie sind in der unteren Ebene. Tja, irgendwann mussten sie ja mal ihr Hirn einschalten. Kommen Sie besser hier runter, Shepard. Ich halte die Brücke frei. Okay. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um sie jetzt sterben zu lassen. Wir teilen uns in Zweiergruppen auf. Einer aus meinem Team bleibt hier. Sind Sie sicher? Wer weiß, was da unten auf Sie wartet? Ah, wen lassen wir denn da? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Kasumi. Kasumi, bleiben Sie bei Garrus und halten Sie ihn am Leben. Dabei hatte ich mich so darauf gefreut, in einem dunklen Keller rumzukriechen. Dachte ich mir. Danke, Shepard. Sie gehen jetzt besser. Wie komme ich in den Keller? Gehen Sie eine Ebene tiefer. Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe. Ich funke Ihnen Richtungsanweisungen, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber Sie müssen schnell darunter. Klar, viel Glück. Los geht's. Jetzt haben wir nur noch Mordin dabei, aber das reicht uns eigentlich aus, denke ich. Scheiße, ich laufe in die falsche Richtung. Warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder Abtrünnigenpunkte bekommen? Bleibt mal nicht hier hängen, bitte. So, da können wir zumindest sicher gehen, dass Garrus nichts passiert. Auch wenn es jetzt für uns vielleicht ein bisschen kritischer wird. Das kann schon sein. Oh, warte mal, die muss ich noch einsammeln hier, die Mods. Das sieht interessant aus. Ja. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Das ist ganz gut, dass wir die hier gerade noch so im Vorbeigehen mitgenommen haben. So. Waffenspind. Oh, kann ich hier nochmal meine Ausrüstung checken? Das ist ja cool. So, weiß ich gar nicht, ob wir jetzt irgendwas ändern können. Ich glaube aber... Nee, das ist alles wie vorher. Drei schwere Pistolen zur Auswahl. Ich glaube, ich behalte auch den Raketenwerfer mit. Das lassen wir so. Gehen Sie zu der Konsole und machen Sie den Laden dicht, bevor die reinkommen. Los geht's. Komm, schnell hin und den Laden schließen. Shutdown eingeleitet. Das müssen wir so schnell wie möglich machen. So, einmal rein. Und eigentlich sollten wir... Shit. Gut, okay. Ich hab's gar nicht hingekriegt, in Deckung zu gehen. Und eigentlich wollte ich auch nicht den Warp machen, sondern ich wollte Singularität machen. Ah, komm. Das ist jetzt blöd. Das Problem ist, hier kommen halt wirklich immer neue Gegner, ne? Das heißt, wir müssen hier wirklich so schnell wie möglich vorstoßen. So, und jetzt muss ich aber mal ganz kurz in Deckung bleiben und ein bisschen ausharren. Gut. Okay. Der kriegt das Ding um die Ohren und einen Kopfschuss. So, geh doch mal bitte hier drüber, Shepard, Mensch. So, einmal aktiviert. Und dann schießen wir die Singularität hinterher. Das sollte uns Zeit verschaffen. So, da können wir ganz in Ruhe zuschauen, wie das Ding zugeht. So, und der letzte noch. Wir sollten mal... Na, geh doch mal bitte. Wir sollten mal kurz nachladen.
Das mit dem Drüberhüpfen ist immer so eine Sache. Man muss halt erst in Deckung gehen. Und dann auf Drüberhüpfen drücken. Und das ist halt immer so eine Sache, wenn man das schnell machen will. Wenn man zu schnell drückt, geht er einfach aus der Deckung wieder raus. So. Und ich glaube, das wird das Schwierigste hier. Oh, fuck you. Shit. Schön in Deckung bleiben. Man stirbt zu schnell hier. Eindeutig. Kannst du mal bitte dein... Hallo? Hat er ewig nicht seine Attacke gemacht. Gut. Wo sind ja noch welche? Ach, hier. Warren schießen wir gleich mal drauf. Die holen wir uns so mit dem Warp. Und jetzt einmal... Ah, was war das denn für eine Aktion? So, okay. Den sollten wir vielleicht mal mit einem Warp beschäftigen. So. Ja, ja, ja. Ich mache ja schon. Das Problem ist, es geht nicht wirklich schneller. Hallo, ich habe ihn doch gerade... Okay, danke Mordin, das war gut. So, schnell hin. So, einmal die Singularität. Und das sollte es gewesen sein. Gut. Hier, Herr Shepard, Sie kommen durch die Tür. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Oh, reißen Sie sie in Fetzen! Geben Sie mir Deckung. Ich kümmere mich um Archangel. Jetzt also gegen Garm. So, das wird witzig. Okay, das war die falsche. Okay. Ah, schade, haben wir nicht mehr gekriegt um die Ecke rum. Sehr interessant. So. Dann sollten wir mal zusehen, dass wir ganz schnell an Garm rankommen. Gut. Nichts mit bereit zum Sterben. Zumindest nicht bei mir. Also wenn du bereit zum Sterben bist, dann ist schön, weil du bist gestorben. So. Garm ist an der Reihe. Und wir sehen, Garm als Kogan ist auch ein Biotiker. Aber das ist... Nachdem die Schilde unten sind, können wir ihn schön durch die Gegend werfen. Jetzt wird es kein Problem mehr. So, das war's auch für Nummer 2. Bloodpack ist Geschichte. Allerdings scheint noch irgendwo jemand zu sein von den Lakaien. Ich weiß es nicht. Okay, scheinbar doch nicht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen einsammeln hier. Bevor wir uns der letzten Aufgabe stellen, will ich nochmal ganz kurz im Keller schauen. Das ist schön, dass das so reibungslos geklappt hat, dass ich nicht gestorben bin dabei. Ach schade, wir können jetzt auch gar nicht mehr hier reingehen. Weil ich der Meinung bin, da wäre was gewesen, was wir hätten einsammeln können. Aber habe ich halt nicht gekriegt. Okay, was soll's. Gut. Ja, ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Ich will nur nochmal ganz kurz einen Blick hier machen, in alle Ecken. Dass wir hier nicht noch irgendwo eine Waffe rumliegen haben oder sowas, die wir nicht eingesammelt haben. Nee, okay. Gut, dann geht's jetzt los auf zum letzten Gefecht gegen die Blue Suns. Die letzte Söldnertruppe, die noch übrig ist. Garrus sieht noch ganz gut aus eigentlich. Das sollte reichen, denke ich. Nicht wahr, Garrus? Danke, Shepard. Sie sind kaum zu mir durchgekommen. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Achtung!
Hey, das Scheißding habe ich doch ausgeschaltet. Ich bereits ausgeschaltet. Sie haben ihn repariert, aber nicht ganz. Dafür habe ich gesorgt. Okay. Geh mal weg, Morin. So. Genta. Genta haben wir nicht gesprochen, aber das ist die zweite Frau bei den Blue Suns sozusagen. So, einmal drauf. So, das war's für ihre Schilde und jetzt ist sie dran. So, ich kümmere mich mal um den Legionär. Gut. Das war's für den. Bleibt noch der eine Schütze da hinten und dann sollten wir eigentlich zumindest die Truppen, die reingeworfen wurden, erstmal ausgeschaltet haben. So, alle in Ordnung? Sie seilen sich an der Seitenwand ab. Erdgeschoss. Gut, Erdgeschoss. Okay, ich gehe mal nach unten. Oder zumindest hier rüber. So. Nur, dass sie nicht die Treppe hochkommen, das wäre nicht so schön. Wäre jetzt auch nicht unglaublich schlimm, aber es macht sich so einfach besser. Wenn wir sie schon aus der Distanz ein bisschen traktieren können hier. Gut, jetzt kommen sie gleich hoch. Ich glaube, da können wir dann nichts gegen tun, wenn der dort ein bisschen vorstößt. Ah, das war die falsche Attacke. Ich wusste nicht, dass da einer mit Schild kommt. Oh, Centurios kommen jetzt schon. Gut, ich gehe mal hier an. Ja, ja. Ich bin ja schon in Position. Falls sie hier jetzt endlich mal hochkommen. So, dann können die anderen noch von der Empore auskämpfen. Das ist in Ordnung. Okay, ich gehe mal einfach hier vor. Oh, alles klar. Gut, von mir aus. Schlecht. Da kommen sie. Zeit, dass wir die dreckige Fliege vom Himmel holen. Gut, habt ihr irgendwas hier? Wir können noch hier mal, genau, du machst mal eine Verbrennung auf das Ding. Hätte lieber getroffen. Ach cool, das hat noch getroffen. Sehr gut. Ah, okay, komm. Müssen wir erstmal die jetzt machen. Nur mal schauen, dass uns das Ding nicht flankiert hier. Das wäre schlecht. Schön in Deckung bleiben, Leute. Okay, da kommt er wieder. Mist. Kannst du bitte nochmal schießen? Komm schon, komm schon. Dein Warp, bitte. Was machst du denn mit den... Ach. Warum schießt du die denn so niedrig ab? Ich verstehe es nicht. Jetzt. Dankeschön. So, einmal hier rüber. Scheiße, Garrus ist total platt, ne? Komm schon. Gut, wir halten einfach mal drauf. Warte mal, ich hab doch den Raketenwerfer, natürlich. Wow. Das Ding haut rein. Wahnsinn. Das sollte es für Tarek gewesen sein. Aber lebt Garrus noch? Garrus! Wir schaffen sie hier raus, Garrus. Halten sie durch. Funken sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Lange macht er es wohl nicht mehr. Mission ist abgeschlossen. Garrus ist rausgeholt, aber er schwebt momentan noch in Lebensgefahr. Aber hoffen wir einfach mal, dass Dr. Chakwas gut genug ist, um ihn wieder zusammenzuflicken. Archangel aus Belagerung durch Söldner befreit und für das Team rekrutiert. Unsicher, ob Archangels Verletzung ihn daran hindert, bei der Mission von Nutzen zu sein. Enthüllung seiner Identität als Garrus Vicarion in jedem Fall hilfreich, um Shepard bei Laune zu halten. Könnte man so sagen, ja?
Wir haben ein Sturmgewehr erhalten, der Maschinenpistolenschaden ist gesteigert, der Tech-Schaden ist gesteigert, ein paar Credits dazu und wir haben auch ein bisschen Element Zero gefunden. Alles in allem erfolgreich. Hoffen wir mal, dass Garrus überlebt. Ohne Folgeerscheinungen vor allem. Das wäre zu wünschen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das wird. Nachdem er das überlebt hat, kann es nur besser werden. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Garrus ist der härteste von allen. Also ich würde sagen, ja, es ist nicht viel schlimmer als sonst, ne? Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Offen gesagt mache ich mir mehr Sorgen um Sie. Cerberus, Shepard? Erinnern Sie sich daran, was für kranke Experimente die gemacht haben? Im Augenblick sind sie ein notwendiges Übel. Ich brauche Ihre Ressourcen, um das hier durchzuziehen. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann.